Mein Freund war nicht mehr derselbe, seit wir im Urlaub waren. Wenn ich nicht eine ganze Flasche Wodka im Hotel getrunken hätte, wäre vielleicht nichts davon passiert. Nun, vielleicht wäre nichts davon passiert, wenn wir nicht aus dem Hotel geworfen worden wären. Es waren nur wir zwei in dem kleinen Auto. Aber angesichts der schweren Feindseligkeit in der Luft fühlte es sich überfüllt an. Ich wusste nicht, was schlimmer war. Die Stunde des Streitens, die zwei Stunden der Stille danach oder die aufkeimende Erkenntnis, dass ich ihn vielleicht nicht so gut kannte, wie ich dachte. Ich beobachtete ihn aus dem Augenwinkel. Wir waren mehrere Monate zusammen gewesen. Aber die jüngsten Ereignisse ließen mich fragen, ob ich den echten Brian jemals getroffen hatte, wer er wirklich im Inneren war. Es war unser allererster gemeinsamer Trip. Wir hatten gespart, um in einem dieser super luxuriösen Hotels zu übernachten und hatten eine großartige Zeit, bis Brian natürlich beschloss, in dem Juweliergeschäft in der Lobby einen Fünf-Finger-Rabatt zu versuchen. Er hatte mir erzählt, als wir anfingen, uns zu verabreden, dass er in der Vergangenheit einige Auseinandersetzungen mit dem Gesetz gehabt hatte, als er jung war, und dass die einzige Möglichkeit war, Essen auf den Tisch zu bringen. Und ich hatte Verständnis. Aber das war nicht dasselbe. Es war nicht zum Überleben, es war reine Gier. Wir hatten beide den Rest unseres Urlaubsgeldes und noch mehr ausgegeben, um für diese 1.800-Euro-Uhr zu bezahlen, damit keine Anklage erhoben wurde. Trotzdem warfen sie uns raus. Ich kann es ihnen nicht verübeln. Als ich ihn bat, an der nächsten Stelle anzuhalten, die wir erreichten, war es das Erste, was ich ihm seit Stunden gesagt hatte. Und er nickte. Ernst. Mein Unbehagen steigerte sich so sehr, dass ich darüber nachdachte, ihn zu bitten, am Straßenrand anzuhalten, trotz des Regens, als wir das schwach leuchtende Schild in der Ferne sahen. Der kleine Laden wirkte fehl am Platz auf der stillen, von Bäumen gesäumten Bergstraße. Wir waren tief in einem Tunnel aus Bäumen und hatten nicht einmal einen Hauch von Lichtern in der Ferne gesehen. Er schien einfach in unser Blickfeld zu treten, als wir um die Kurve fuhren. Ich erinnerte mich nicht daran, ihn auf dem Weg zum Hotel gesehen zu haben, also war es eine angenehme Überraschung. Eine Welle der Erleichterung durchflutete mich. Er stach in der sonst so schönen Berglandschaft hervor. Fenster so schmutzig, dass das Licht im Inneren kaum zu uns durchdrang. Mehrere Buchstaben am Schild leuchteten so, dass wir nur ein blutrotes Markt flackern sahen. Jede Erleichterung, die ich empfunden hatte, war nur von kurzer Dauer. Als wir eintraten, erstarrten wir beide beim Anblick des Inneren. Ich wünschte sofort, wir wären doch einfach am Straßenrand stehen geblieben. Ich sah Brian an und konnte spüren, dass er es auch fühlte. Er spielte an seiner neuen Uhr herum, nahm seine Brille ab, putzte sie an seinem Hemd und setzte sie wieder auf, als ob das helfen würde, das Gesehene zu begreifen. Es waren keine anderen Kunden da, keine sichtbaren Angestellten, nur wir beide. Deckenplatten hingen schief und der Boden war schmutzig. Wir mussten über einen Abfluss im Boden mit schmierigen Flecken drumherum steigen, um hineinzugehen. Wären da nicht die Lichter, das leise Brummen der Klimaanlage und die mahlenden Geräusche aus dem langen Gang hinten gewesen, hätte ich gedacht, der Ort sei verlassen. Es war feucht drin, und der Geruch, der von den alten Kühlregalen an den hinteren Wänden kam, traf mich sofort, als wir eintraten. Er erinnerte mich an den Sommer, als mein Vater beschloss, sich im Keller mit Taxidermie zu beschäftigen. Der leichte Verwesungsgeruch, der in der feuchten Luft hing, deutete darauf hin, dass es sich um schlecht gemachte Tierpräparation handelte. Als ich zum hinteren Teil eilte, wo das Schild für die Toilette war, fiel mir eine Tafel ins Auge, die mich darüber informierte, dass die Toilette nur für zahlende Kunden sei. Ich durchsuchte hastig die Regale auf der Suche nach etwas zum Kaufen. Die Gänge waren hoch, fast bis zur Decke. Und obwohl das Geschäft recht klein war, überkam mich das panische Gefühl, in einem endlosen Labyrinth gefangen und eingeengt zu sein, mit dem Risiko, für immer darin verloren zu gehen. Die Lebensmittel auf den Regalen ähnelten in keiner Weise den üblichen Chips und Süßigkeiten, die solche Geschäfte führten. Es gab Reihe um Reihe von weichen, rätselhaften Gegenständen in Plastikverpackungen, von denen einige eine rotbraune Flüssigkeit auf die Regale tropften. Nichts davon sah auch nur im Entferntesten verlockend aus. Ich ging an einem Abschnitt vorbei, dessen verfärbtes Schild besagte, handgefertigt von lokalen Künstlern. Es war gefüllt mit kuriosen Gegenständen, die scheinbar nicht zueinander passten. Es gab zerrissene T-Shirts mit zufälligen Logos. Nichts, das mit der Stadt oder Gegend, in der wir waren, in Zusammenhang stand, befleckt mit Schlamm, Gras und wer weiß was noch. Getrocknete, seilartige Dinge bildeten kleine und zarte Skulpturen von Tieren, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ich griff nach einem Armband mit kunstvoll geschnitzten weißen Perlen, ließ es aber fast fallen, als ich merkte, dass das Band aus geflochtenem Menschenhaar bestand. Es hinterließ einen Rückstand auf meiner Hand
und mir wurde klar, dass auch von dieser Sammlung von Gegenständen der gleiche säuerlich faule Geruch ausging. Ich entschied mich stattdessen für eine flache und lauwarme Cola und legte 2-Euro-Münzen auf die Glasplatte vor dem handgeschriebenen Schild »Ladendiebe werden verarbeitet«, das in der Nähe der Kasse hing. Ich dachte, ich hätte es falsch gelesen, schließlich sah es so aus, als ob es von einer Hand geschrieben wurde, die nicht gewohnt war, einen Stift zu halten. Brian hatte einen Arm voll dieser beunruhigenden, in Plastik eingewickelten Pakete gegriffen, verweilte aber etwas zu lange an der Theke. Ich konnte das Kratzen hören, als er die Münzen auf dem Glas zurückzog, das Geräusch, als er sie in seine Tasche fallen ließ. Er warf mir einen eindringlichen Blick zu, während er das tat. Ich seufzte, so müde vom Streiten, dass ich einfach von ihm wegging und den Flur hinunterging. Ich dachte, ich würde wieder bezahlen, wenn er zurück im Auto war. Kaum hatte ich die Tür zur Damentoilette hinter mir geschlossen, hörte ich, wie er mit jemandem sprach. Seine Stimme wurde lauter, bis er fast schrie. Beschämt und in der Hoffnung, nicht in einen weiteren Vorfall an diesem Tag verwickelt zu werden, spritzte ich mir Wasser ins Gesicht und versuchte, das zu überhören, was anscheinend ein einseitiger Streit war. Ich versuchte immer wieder, das schmierige Gefühl loszuwerden, das an meinen Händen haftete, nachdem ich das Armband aufgehoben hatte. Aber egal, wie sehr ich schrubbte, es ging nicht weg. Es wurde nur schlimmer. Mir wurde übel, als mir klar wurde, dass die fettige Rückstände von der blassgelben Seife kamen. Ich beschloss, mir an unserem nächsten Halt die Hände wund zu schrubben und trat wieder in den Flur und zurück in den Laden. Brian war nicht da. Ich rief nach ihm, aber alles, was ich als Antwort hörte, war dieses vage Summen und Bohrgeräusch aus der Ferne des langen Flures. Ich ging eilig zum Auto zurück, fand es aber leer vor. Ich umkreiste den Laden, meine Frustration verwandelte sich in Panik, als ich seinen Namen rief und immer noch keine Antwort bekam. Ich rief ihn an. Sein Handy klingelte und klingelte, bis die Mailbox dranging. Das Auto war verschlossen und er hatte die Schlüssel. Ich fühlte mich nervös, draußen im Regen zu stehen. Wir befanden uns immer noch mitten im tiefen Wald, und da Wolken das Licht des Mondes und der Sterne verdeckten, war die Gegend in Dunkelheit gehüllt. Widerwillig ging ich wieder hinein. Irgendwie war der Geruch noch schlimmer geworden. Ich würgte, als die nasse, ekelerregende Luft meine Nase traf. Er war so stark, dass ich ihn fast schmecken konnte, faulig auf meiner Zunge. Ich konnte das Gefühl nicht loswerden, dass immer jemand direkt hinter mir war, als ich schnell durch die hohen Regalreihen ging. Doch immer, wenn ich über meine Schulter blickte, war da nichts. Ich rief wieder an seinem Handy, fragte mich, wie ich ihn in einem so kleinen Laden verlieren konnte, als ich es endlich klingeln hörte. Es hallte aus diesem langen Flur wieder. Als ich mich ihm näherte, hörte ich, wie jemand auf der anderen Seite der bodentiefen Regale sich bewegte, etwas mit einem ekelhaft nassen Klatschen auf das Regal legte, bevor er geschmeidig durch die Gänge hinter mir schlich. »Brian«, rief ich leise, versuchte mir einzureden, dass alles in Ordnung sei, versuchte meine Angst zu verbergen. Ich wusste, dass er es nicht war. Ich weiß nicht wie, aber ich wusste es. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr glaubt, wenn ihr etwas genau genug betrachtet, wenn ihr es wirklich seht, könnt ihr eure Augen nie wieder schließen, ohne dass es euch verfolgt? Dieses Gefühl, in unmittelbarer Nähe zu etwas zu sein, von dem euer zerbrechlicher Verstand nie wissen sollte, dass es existiert. Ich zwang mich trotzdem, mich umzudrehen. Wieder einmal war, wer oder was auch immer dort gewesen war, verschwunden, als ich um das Regal bog, aber ich hörte ein sanftes Klimpern und sah eine Spur von rot-rosa Tropfen. Ich folgte der Spur, bis zu einem bestimmten Abschnitt. An einem Haken dicht bei den Regalen baumelten nasse, glänzende Streifen. Sie erinnerten mich an Fleischfetzen, die von einem gebogenen Knochen herunterhingen. Gekröse klebte noch daran. An einem der Streifen baumelte eine teure Herrenarmbanduhr, beinahe als wäre sie eine Trophäe. Ein anderer Streifen war um die Überreste einer zerbrochenen, dicken Brillenglaslinse gewickelt. Ein dritter, schwer von Autoschlüsseln belastet, schwang sanft hin und her. Als hätten grausame Hände sie gerade dort platziert. Ein stetiger Tropfen von Flüssigkeit fiel von diesen makabren Kunstwerken und mischte sich mit dem Schlamm, der meine Schuhe bedeckte. Ladendiebe werden verarbeitet. Ich brauchte nicht die Gegenstände in den anderen Gängen zu sehen, um herauszufinden, was ich ansah, was passiert sein musste. Ich konnte bereits sagen, dass wir nie wieder streiten würden, niemals wieder. Ich hörte eine Tür sich öffnen und schließen im Hintergrund. Leise Schritte kamen aus diesem Flur. Mir wurde klar, dass ich in meiner Ablenkung vergessen hatte, das Geld zurück auf den Tresen zu legen. Ich bekam einen Kloß im Hals, wusste aber, dass ich nichts für ihn tun konnte. Also warf ich die ersten Geldscheine, die ich in meiner Handtasche fand, auf den Boden, entwirrte hastig die Autoschlüssel und fuhr geschockt die verbleibenden 4 Stunden nach Hause.
immer wieder auf den stillen Landstraßen, die ich hätte schwören können, dass sie auf der Hinfahrt leer waren, sah ich dieses schmuddelige Gebäude. Das Schild Markt blinkte in der Ferne. Ich hielt nicht einmal an. Ich bin jetzt seit einer Woche zu Hause. Vor ein paar Nächten löste etwas einen Bewegungsalarm an meiner Videotürklingel aus. Aber als ich das Filmmaterial überprüfte, war niemand zu sehen. Am nächsten Morgen fand ich einen Karton auf meiner Veranda ohne Stempel oder Absenderadresse. Darin war ein zerrissenes T-Shirt und mehrere dieser mir nun bekannten eingewickelten Pakete, aus denen faulige Flüssigkeit durch den Boden des durchnässten Kartons sickerte. Seitdem habe ich jede Nacht eine ähnliche Box erhalten. Ich weiß nicht, ob es als Drohung gemeint ist oder ob durch eine Art verdrehte Interpretation ich jetzt ein zahlender Kunde bin, der mir langsam zurückgegeben wird. So oder so, es stellt sich heraus, dass ich letztendlich doch gesehen habe, wer Brian von innen war.